Gegen 15 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Köln darum informiert, dass es zu einer Rauchentwicklung in der Wipperfürther Straße kam, in einem bewohnten Haus. Aufgrund dieser Meldung wurde normal nach dem Feuer 1 alarmiert. Die erst eintreffenden Löschkräfte konnten eine Verrauchung in einem viergeschossigen Wohnhaus feststellen, wobei hier die Verrauchung speziell aus dem zweiten Obergeschoss herauskam. Wir konnten vor Ort dann relativ schnell durch Aussagen feststellen, dass wohl Akkus eines E-Bikes beim Laden sich entzündet haben und dadurch eine Rauch- und Feuerausbreitung in einer Wohnung stattgefunden hat. Das Problem bei diesen Akkus ist, wenn sie denn ordnungsgemäß in Betrieb genommen sind, besteht eigentlich keine Gefahr. Allerdings kann durch Gewalteinwirkung auf den Akku, das sei auch nur durch Herabfallen aus geringer Höhe, können die Zellen untereinander, die Zellabdichtung untereinander kann beschädigt sein. Und dann kann es zu einem gefährlichen Vorgang kommen, nämlich dass der Akku erst anfängt zu rauchen und sich anschließend entzündet, weil er sich übermäßig stark erwärmt. Also das Brennen eines Akkus fängt erstmal mit einer Verrauchung an, anschließend findet eine kleine Entzündung statt und dann muss nur noch weiter ein brennbarer Stoff in der Nähe sein. Dann kann sich das Feuer ausbreiten, wobei die Temperaturen bei dieser Entzündung des Akkus sehr hoch sind und dadurch eine Rauchausbreitung und Feuerausbreitung sehr schnell gegeben ist. Bei dem Entzünden des Akkus kann es zu leichten Knall kommen, aber nicht zu starken Geräuschentwicklungen. Aber es kann sein, dass die einzelnen Zellen dabei eine Geräuschentwicklung entwickeln. Also prinzipiell sollten Akkus, egal auch bei Handys, bei Laptops oder bei Tablets, aber gerade die schon etwas sehr stärkeren sind, sprich also bei Fahrrädern oder bei diesen E-Rollern, sollten außerhalb des Wohnungs geladen werden, das heißt also in einer Garage, und sie sollten aber dort auch nur unter Bewachung, das heißt also sollte dieser Raum nicht länger betreten werden, sollte man bitte den Ladevorgang abbrechen, weil es kann immer wieder zu einem unkontrollierten Entzünden dieser Akkus kommen. Wir konnten beim Eintreffen vor Ort, hatten sich alle Bewohner selbstständig aus ihren Wohnungen retten können. Allerdings mussten 3 Personen zur Überwachung und zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Was noch besonders erschwert war bei diesem Einsatz war, das ganze Haus war in einer Baustelle. Das heißt also, es gab in Decken und Wänden ziemlich viele Durchbrüche. Und dadurch gab es eine ziemlich starke Rauchentwicklung in allen anderen angrenzenden Wohnungen. Allerdings musste nur die betroffene Wohnung als unbewohnbar erklärt werden. Alle anderen Wohnungen konnten nach massiven Lüftungsmaßnahmen freigegeben werden.